Das war knapp. Das arme Alpaka. Ich denke einfach mal, wir alle kennen diesen Moment. Man dreht seine Wasserflasche ein bisschen zu fest zu und auf einmal explodiert einfach alles random um einen rum. Ich bin mir sicher, ich bin nicht der Einzige, bei dem das passiert. Was ist schon wieder hier los? Und damit willkommen zurück zu Just Cause 4, dem Spiel, wo ich keine 2 Minuten Ruhe bekomme, um mein Intro zu machen. Weißt du was? Ich nutze die Chance. Das heißt ja immer, nutze den Tag, nutze die Chance. Besorg mir einen Hubschrauber, dann starten wir das Video mit dem Hubschrauber. Ich habe im letzten Mal gesagt, kannst du ruhig sein. Ich habe im letzten Mal gesagt, ich würde jetzt eigentlich gerne anfangen mit den Community Challenges, mit dem, was ich auch schon in Just Cause 3 gemacht habe, nach einiger Zeit. Ich werde jagt, das ist sehr schön. Und dabei habe ich ja gesagt, dass mir das Spiel nicht so wirklich viel Zeug gibt, mit dem man einfach dummes Zeug anstellen kann. Das war so nicht ganz richtig. Ich habe das wirklich dumme Zeug halt nur noch nicht freigeschaltet gehabt. Das heißt, ich habe jetzt nochmal ein bisschen weiter gespielt und will deswegen die Community Challenges noch ein bisschen weiter nach hinten schieben. Weil, ich glaube, dass heute wird sehr lustig. Das ändert aber nichts daran, dass ich trotzdem sehr glücklich über Kommentare bin, in denen einfach möglichst dumme Vorschläge stehen an Zeug, was ich machen soll. Guck mal, Mama, ich halte das Ding nicht mal an zum Aussteigen. Easy. Nicht mal Schaden genommen. Und das Ding ist aus dem Stadion raus. Jawohl, so muss das laufen. Okay, ich habe ein paar neue Fahrzeuge freigeschaltet, die ich mir abwerfen lassen kann. Ich hoffe, dieser Ort hier ist groß genug dafür. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wir gucken einfach mal. Das Spiel hat aus dem ein Update gekriegt seit dem letzten Mal. Und wenn ich jetzt zu lange in der Karte bin, stürzt das Spiel einfach ab. Man merkt, es ist sehr zu Ende entwickelt worden. Deswegen darf ich nicht zu lange in der Karte chillen, sondern muss direkt zu den Abwürfen. Ich habe nämlich den Prospero Himmelskran freigeschaltet. Und das ist genau, was man denkt, dass es ist. Man kennt ihr vielleicht diese großen Hubschrauber, die unten drunter Container tragen können und sowas. Genau das ist das. Und das Ding ist größer als der Container, aber passt in den Container. Ich weiß immer noch nicht, wie das funktioniert, aber diese Technik hätte ich gern. Das hat unten so einen Riesenmagneten, wo man quasi alles, was aus Metall ist, hochheben kann. Weil mir aber ein Lastenhubschrauber nicht viel bringt, ohne Last, die ich unten drunter hängen kann, habe ich noch was anderes freigeschaltet, und zwar das, soweit ich weiß, größte Seevehikel oder sogar das größte Fahrzeug im ganzen Spiel. Und zwar das hier. Ich muss jetzt ein Stück zurückgehen, weil das ist nochmal eine Nummer größer als der Hubschrauber. Ich weiß nach wie vor nicht, wie das in den Container reinpasst, aber das ist jetzt eine Wundertüte. Pass auf, was da rauskommt, wenn er da mal liegen bleibt. Und zwar, wir alle warten auf den großen Reveal. Es ist ein Transportschiff, was ich gerade erfolgreich auf einem Berg gespawnt habe. Ich habe nicht vor, das Ding hier schon abzuholen, weil ich will das eigentlich, jetzt rutscht es den Berg runter. Es ist definitiv ein Just Cause Spiel. Ich will versuchen, das Ding an den Hubschrauber zu hängen, aber nicht hier. Ich wollte das jetzt nur kurz zeigen, weil das ist halt, ich meine, guck dir das Ding an. Es ist so unnötig groß. Es ist, glaube ich, auch unnötig langsam und hat nicht wirklich viel Utility. Aber es sieht einfach dumm aus, weil es so groß ist. Das Ding ist jetzt bis nach da unten gerutscht. Wenn es nicht vorher explodiert, könnte ich doch versuchen, es abzuholen. Was sich die Leute wohl denken, wenn sie das sehen. Oh, da ist ein riesiges Boot an einem Berg und ein Hubschrauber versucht, das Boot anzuheben. Das ist definitiv ein normaler Tag. Ich sollte weiter zu meinem Bürojob fahren. Funktioniert das überhaupt? Ich lasse den Haken mal runter, beziehungsweise den Magneten. Ja, ich habe es eingehakt. Sicher. Was habe ich? Wirklich? Was habe ich erwartet? Ich habe nur ein bisschen hochgedrückt. Und sobald ich hochgedrückt habe, macht das Ding den Backflip des Jahrhunderts. Das gibt 150 Punkte für Style und geht in Flammen auf. Damit, oh, also der Plan war jetzt eigentlich, ich fliege das Boot in der Gegend rum und mache damit einfach dummes Zeug. Jetzt fällt mir gerade auf, ich kann das Ding vielleicht gar nicht anheben, weil wenn das jedes Mal passiert, wenn ich es versuche anzuheben, dann macht der Plan nicht wirklich viel Sinn und ich muss improvisieren. Oh oh, ich glaube, das ist ein bisschen eng kalkuliert. Nun, eventuell habe ich die Berechnungen, was die Länge des Bootes angeht, etwas unterschätzt. Nur ein kleines bisschen. Und jetzt ist beides explodiert. Und es ist immer noch in dem Boot verglitscht. Und es kommt auf mich zu. Sie wollen sich rächen dafür, dass ich sie ineinander gespawnt habe. Das ist, es gibt hier nichts zu sehen, liebe Leute. Bitte, bitte, bitte schauen Sie weg. Nur eine kleine technische Fehlfunktion. Und los. Es ist zumindest Ruhe. Also es ist kein Beweg-Dich-Button, es ist eher so ein Mute-Button. Seit ich das gedrückt halte, ist Ruhe. Das ist schön. Es ist Stille.
Okay, perfektes komödiantisches Timing. Danke, Spiel. Vielen Dank. Was passiert jetzt? Okay, ich sehe schon, es hat keinen Wert. Egal, was ich mache, ich kann die Dinger weder trennen noch irgendwie woanders hinbewegen. Also verschwinde ich und lass die beiden machen, was auch immer sie tun. Vielleicht kommt nachher ein Boot dabei raus, das Hubschrauber-Rotorblätter hat. Das. Aua. Das wäre doch cool. Habt ihr euch jemals gefragt, wie neue Fahrzeuge entstehen? Ich glaube nämlich, ich habe es gerade gesehen. Ein Boot in seinem natürlichen Habitat. Das ist doch wunderschön. Wenigstens ist das Ding jetzt auch mal in Wasser, wo es rechtmäßig hingehört. Und jetzt will ich nach all dem Zeug, was bisher passiert ist, nochmal meinen ursprünglichen Plan versuchen. Und zwar das Ding anzuheben. Das muss doch gehen. Du kannst mir nicht erzählen, dass die Entwickler so ein Spiel machen und nicht daran gedacht haben, was passiert, wenn irgendein Wahnsinniger versucht, das größte Boot im Spiel mit dem größten Hubschrauber im Spiel anzuheben. Das kannst du mir nicht erzählen. Das glaube ich nicht. Habe ich gerade... Hi. Alpaka? Alles gut? Ist total unbeeindruckt. Vor seinem Kopf ist gerade ein Hubschrauber gespawnt, aber das interessiert den Jungen nicht. Der ist bretthart. Okay, wir haben eine Verbindung ganz hinten. Es zieht mich sofort nach hinten. Gibt's da nicht. Fliegendes Boot! Nun, wie Sie sehen, ist der Plan sinnlos. Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, ganz egal, was ich versuche. Das Ding ist einfach zu schwer. Das heißt, die haben nicht dran gedacht, was passiert, wenn man das versucht. Ich bin enttäuscht, Avalanche. So, noch einmal, weil es cool aussieht und dann explodieren wir einfach und alles ist vorbei. Okay, der Plan funktioniert nicht. Das Boot ist zu groß. Ich meine, ja, was habe ich mir gedacht, die beiden größten Vehikel im Spiel zu kombinieren, aber die Idee war gut. Jetzt muss ich mir mit dem Hubschrauber was anderes überlegen. Wie lange habe ich jetzt damit rumgespielt? Knappe 10 Minuten? 7, keine Ahnung, wie lange das am Ende dann rauskommt, aber es funktioniert nicht. Ich habe so ziemlich jeden Weg versucht. Ich könnte vielleicht noch Balance an das Boot machen, um es leichter zu machen, aber ich glaube, die Physik kommt einfach nicht hinterher, weil das Boot ist so schwer, dass der Hubschrauber das nicht packt und deswegen sich sofort nach hinten neigt. Was eigentlich so nicht passieren würde, der wird nämlich dann einfach nicht hochkommen. Ich bin kein Hubschrauberpilot, keine Ahnung. So, da das ja offensichtlich nicht funktioniert mit dem Boot, muss ich mir jetzt irgendwas anderes überlegen. Soll ich mit dem Hubschrauber einfach random Autos von der Straße klauen? Warum nicht? Das klingt doch nach einem Plan. Hier ist natürlich absolut gar nichts los. Und ich rede nicht von parkenden Autos, ich rede von fahrenden Autos. Ich nehme das zurück. Ich will wissen, was passiert, wenn man einen Hubschrauber einhakt, der gerade fliegt. Das ist wahrscheinlich eine furchtbar blöde Idee. Kumpel, willst du mitspielen? Geht um ein kleines Experiment. Haben Sie eine Minute Zeit für eine schnelle Umfrage? Wo ist er jetzt? Hier. Jetzt hält er still. Komm, ist doch perfekt. Das Ding ist so schwer. Das Ding ist so schwer zu steuern. Das ist einfach so groß. So un... Ich hab ihn! Also einen anderen Hubschrauber kann ich ziehen. Nur beim Boot wird's kritisch. Man merke sich. Durch die Zuladung eines kompletten Kampfhubschraubers wird das Handling des eigenen Hubschraubers doch stark beeinträchtigt. Mein Gott, habe ich mich erschrocken. Oh, wir haben einen Stau, das ist perfekt. Dann schaffe ich mir den hier. Ist ein schöner Sportwagen. So, der ist gerade rausgesprungen. Wärst du doch sitzen geblieben, dann hättest du es wahrscheinlich überlebt. Wir haben jetzt einen Sportwagen unten drunter. Okay, was mich interessiert, kann ich das Ding auf einer Straße landen und es fährt weg? Jo, es fährt. Also, fährt. Ich weiß echt nicht, warum die Leute einfach 50 Kilo Böller in jedes Auto packen. Das ist nicht sonderlich sicher, aber es hat funktioniert und es war schneller als gedacht. Das Ding hatte locker 300 Sachen drauf. Ich bin jemand, der hat sehr, sehr viele dumme Ideen. Was ich jetzt machen will, ist, ich schnappe mir dieses Schiff, was hier direkt unter mir steht, bringe es zum höchsten Berg im Spiel und reite das Schiff den Berg runter. Wie wäre es denn damit? Das ist doch ein Plan. Bin ich eingehakt? Nein, bin ich nicht. Ich habe heute so meine Hakenprobleme, ne? Ich komme irgendwie nie zum Einhaken. Jetzt? Nee. Bin ich doof? Okay, kleine Planänderung. Ich musste mir ein anderes Boot besorgen. Das da drüben konnte man nicht hooken, weil das ist anscheinend nicht aus Metall. Ich habe keine Ahnung. So, der höchste Berg im Spiel ist in diese Richtung. Ich hoffe, ich werde nicht aufgehalten, weil da ist eigentlich ein Schneesturm. Aber ein Schneesturm macht einem Heli nichts, richtig? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das macht nur was, wenn ich zu Fuß da rumlaufe, hoffe ich. Mein Gott, dieses Geräusch die ganze Zeit, dieses... Furchtbar. Da wird man ja wahnsinnig. Ich sollte nicht in die Mitte der Berge fliegen, weil da ist sowas wie die Basis des ultimativen Bösen. Da werde ich wahrscheinlich sofort vom Himmel geholt. Aber das da hinten sieht doch ganz nice aus. Das geht auf beiden Seiten ziemlich stark runter. Da könnte man, wenn man das machen wollen würde, was ich ja will, ein Boot runterreiten.
Das ist so einfach, damit ich meinen Kindern erzählen kann, Leute, ich bin in einem Boot von einem Berg geritten und es war unglaublich cool. Hey, da ist ein Alpaka. Der wünscht mir bestimmt Glück, so jetzt ganz sanft absetzen, sodass es nicht abrutscht. Manchmal denke ich bin verflucht. Da rutscht das... Ich bestelle mir jetzt ein Boot auf den Berg, es ist mega. Jetzt habe ich das Ding bis hier geschleppt, jetzt rutscht das Ding da runter wie ein nasser Ski. Heute ist nicht gut, was ist denn heute los? Das war knapp, das arme Alpaka. Weißt du was? Nein, ich reite ein Boot da runter und wenn es das letzte ist, was ich tue... Guck mal, das Ding rutscht nicht mal von allein. Das ist ein Boot, wie ich es haben will und es ist perfekt ausgerichtet. Okay, ich nehme einige Modifizierungen vor. Und zwar wäre es doch eigentlich ganz cool, wenn wir hinten noch einen Boost hätten. Na? Wäre doch ganz geil, den ich sogar steuern kann, wenn ich dann hinten die Flossen bewege. Und dann schauen wir jetzt mal, wie das läuft. Wie steigt man in das Ding ein? So, ich habe heute auch Einsteigeprobleme. Irgendwie funktioniert heute gar nicht so, wie ich will. Nehmen wir uns als Test, könnte ich das Ding hier umfahren? Natürlich nicht, weil es ein Boot ist. Das funktioniert tatsächlich. Das ist so eine dumme Idee. Okay, Es sieht auch aus wie ein Schlitten, es ist groß. Oh, oh. Sobald eine Bodenwelle kommt. Ja, du wolltest gerade sagen, sobald eine Bodenwelle kommt, hebt das Ding ab. Okay, Achtung, Boot auf der Straße. Fahren Sie einfach weiter, ignorieren Sie mich. Das funktioniert. Ich meine, es ist nicht sonderlich grazil und es fängt gleich an zu brennen. Aber die Idee ist cool und es sieht auch noch cool aus hinten. Mit dem Boost sieht das aus, als hätte ich Nitro in einem Boot. Komm schon, da vorne ist das Wasser, es ist nicht mehr weit. Ich will das Ding noch bis ins Wasser bringen. Dann ist der Zyklus komplett. Wir starten das Boot im Schnee, was ja gefrorenes Wasser ist, und dann fahren wir es in flüssiges Wasser. Komm. Nicht explodieren vorher. Nicht aus dem Weg, Alpaka. Ich kann nicht ausweichen. Okay, es tut mir leid. Ist dein Fehler, nicht meiner. Ich hab gerufen. Hat funktioniert. Von da oben. Hier. Passt nicht mal ins Bild, so hoch ist das. Und den Boost habe ich immer noch. Ich bin das coolste Sumpfboot in der Geschichte der Sumpfboote. Sicher? Hast du gesehen, wie das Ding hochgesprungen ist? Das ist ein Flummi-Boot. Tschüss. Ich habe noch Boost drauf. Heute noch? Ich meine, du brennst schon. Heute noch. Wir alle warten auf den großen Moment. Heute noch? Nein, Explosionen sind leider ausverkauft. Glaube ich. Das Boot brennt, aber es explodiert nicht. Anders als jedes andere Fahrzeug in diesem Spiel. Mini Cooper gegen Roller, wer gewinnt? Niemand. Das ist... Also, ich... Das ist, glaub... Ich glaube, das ist so ein... Jetzt tue ich mir wieder weh. Nee, tue ich nicht. Das ist, glaub, so ein Paralleluniversum hier. Wo, also, wir benutzen ja Farbe, um Autos zu lackieren, ne? Hier in unserem Universum. Und die in diesem Universum haben nie gelernt, dass Nitroglycerin doch relativ explosiv ist. Und haben sich gedacht, hey, das sieht voll geil aus, wenn man es als Lack benutzt. Deswegen sind alle Fahrzeuge mit Nitroglycerin überzogen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich habe das Spiel komplett durchschaut. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, ich bin der Beste. Ich will nichts hören. Einmal aufsetzen, touch and go und wieder weg. Und da ist die nächste Brücke. Wie viele schaffe ich nacheinander, bevor ich mich in die Luft jag? Die hier schaffe ich nicht. Was? LOL. Was? Ich habe die Dimension dieser Menschheit verlassen und bin aufgestiegen in eine höhere. Ich sehe jede Zukunft, die sein wird. Mein Name ist Dr. Strange. Was bitte? Ich muss sagen, es ist echt gruselig unter der Map. Ich höre nur meine Schwimmgeräusche und so ein bisschen gedämpfte Sounds von der Oberwelt, aber mehr als das nicht wirklich. Ich will nach da hinten. Ich will gucken, ob ich über die Steine wieder in die Map komme. Weil... Ansonsten ist das hier GG. Ich bin unter der Map. Ich meine, das Spiel ist kaputter, als ich dachte. Seien wir mal ehrlich. Was geht ab? Oh, da ist ein Ankerpunkt. Bitte sag mir, ich komme hier wieder raus. Bitte sag mir, ich komme hier irgendwie wieder raus. Okay, aua. Aua, das ist zwar keine gute Idee. Wingsuit. Und... Okay, wirklich, ich werde direkt wieder unter die... Ich bin der Aufgestiegene. Ein Objekt der Unterwelt, welches nun wieder in der Oberwelt ist, zittert niedrige Bürger dieses Staates. Was ist gerade passiert? Aber ich weiß jetzt, man kann die Grenze wieder zurück überschreiten. Das ist auch was.
Mein Gott, was ist denn heute los? Okay, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich bin für heute fertig, weil wenn das so weitergeht in dem Tempo, dann steht in ungefähr 30 Minuten, wenn ich das so lange weiterspiele, mein Rechner inklusive meines Zimmers in Flammen, weil heute ist irgendwie allgemein nicht gut. Ich sag's jetzt nochmal, wir machen bald Community Challenges, das heißt, wer irgendwas Dummes vorbereitet hat, sich irgendwas Dummes ausgedacht hat, gerne hier unten drunter. Wir wissen ja jetzt, wie kaputt das Spiel werden kann, also bin ich sehr gespannt, wie kaputt ihr das Spiel kriegt. Und ich würde sagen, das war's für dieses Mal hier bei Just Cause. Mira, jetzt nicht. Okay, ich mache jetzt ein Outro. Ich drück sie jetzt ab. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr da einen Like-Button aufs Maul. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Also jetzt mal ganz ehrlich, das Spiel ist das nächste Level an Broken. Sowas habe ich noch nie gesehen.